Jetzt reicht's aber langsam. Jetzt können wir abhauen hier. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was wir für das Sprengzeug brauchen. Jetzt müssen wir das auch bald wieder nachbauen, wenn wir da 20 Stück für den Endboss für brauchen. Alter, wieso verbrauche ich beim Bombenlegen überhaupt so viel Nahrung? Wir müssen nach Hemmerlingshausen. Dann auf die andere Insel Orichalcum farmen, noch welche von den dicken Blöcken kaputt machen, nochmal 10 Bomben bauen und dann ist alles nice. Und so scheiß in Haus. Haus auf Schmaus. Schmaus. Ah, hallo Freunde. Ich bin wieder zu Hause. Grassamen. Tja. Nice. Gras sprießt aus der Erde. Die Knospe will ich nicht pflanzen. Die Kiste. Jetzt habe ich das Wasserzeug nicht bei mir. Ich könnte zwar übereinander bauen. Nee, das ist auch irgendwie subgeoptit. Und dann bauen wir da auf einen das Flaschenzeug drauf. Guckt euch an, wie viel. Ach du Scheiße. Glasflaschen. Die brauchen wir. 12 Mal, okay. Glasflaschen. Die können auf den hier drauf. Ja, das erweckt doch gleich einen ganz neuen Eindruck in unserer schönen Stadt. Was haben die gebaut? Eine Tür. Naja, warum auch nicht? Nicht wahr? Halmkraut. Heilkrautblatt. Kohle. Stein. Das war's? War's das? Ja, das war's, Freunde. Dich brauche ich nicht. Ich brauche dich. Dort. Du kommst mit. Block. Na gut, als Block kannst du natürlich. Wir können sogar bauen aus dem. Naja, gut. Glibber. Scheiße. Eisen. Das war's, ne? Nur noch Blöcke. Das war's, genau. Ups, da waren wir auch richtig. Da müssen wir die Knospe nochmal ablegen auf die Schnelle. Hier dann nochmal die Blätter. Das. So, Pflaumenbeere und Fleisch kommen in den anderen Trog wieder rein. Dann können wir gleich schlafen. Dann können wir nach Hemmerlingshausen. Dann können wir die Dingsbums-Quest fertig machen. Und dann können wir die... Hä? Oh nein! Lass mich! Das? Achso, da haben wir noch die Kreidesteine. Nein, ist klar. Fleisch. Fleumbeer. Habt ihr was gekocht? Ich sehe es immer. Oh, wir haben noch ganz schön viel Brote. Da können wir mal 3 Stück von essen. Dann brauchen wir nicht gleich wieder unser Suppending. Oh, ja, Brot. Ey, Brot ist das Geilste. Oh, schön trocken. Ey, was für eine Kruste. Ey, ich habe mir den Zahn abgebrochen. Und dann schlafen wir. Ach nee, wartet. Bevor wir schlafen, müssen wir jetzt erstmal Grabsteine bauen. Ich weiß nicht, wie viele. Bauen wir 5 Stück. 5 sollten reichen. Da war er doch. Ja, 5 Stück. Das können wir locker machen. Notfalls können wir hier noch welche aufbauen. Shandam baut einen Grabstein her. Er stellt einen Grabstein her. Grabstein. Und... Grabstein. Und Grabstein. Nice. Schlafenzeit. Mr. Schleim? Nee, er hat sich anscheinend ein neues Schlafgemach gesucht. Das ist gut. Ich will den nämlich auch nicht hier haben. Ich mag es nicht so schleimig im Bett. So glibberig und feucht und ach, scheiß drauf. So. Unsere Festung ist befestigt. Wir haben Grabsteine. Hätte ich das Ding jetzt mal abgeschlossen, ey. Wäre das schön gewesen. Wir müssen jetzt die Questen abgeben. So, der Friedhof, der ist ungefähr jetzt genau geradeaus. Ungefähr, aber ich will es nicht auf den Millimeter genau beschreiben. Das hier war, genau, das war der uns, wo wir die Kiste bekommen haben. Das Kupfer, das brauchen wir nicht, weil Kupfer brauchen wir mittlerweile für gar nichts mehr.
Und wir sollten jetzt müssen... Wir sollten jetzt eigentlich müssen... Hoffe ich zumindest. Da sind die Hammerkreuze. Das Loch müsste irgendwo hier sein. Da, das müsste das passende Loch sein. Loch ein, Loch aus. Oh, hier haben wir noch so viel Steine. Aber obwohl doch, wenn ich doch noch Steinmauern bauen will, dann brauche ich doch noch Steine. Dann nehmen wir doch noch mal mit. Falls ich die doch noch höher bauen muss, will. So, Alter, ich bin hier, um dir zu helfen. Meinst du, könntest diese Grabsteine für mich herstellen, Shanna? Der Hammerkauz, der weiß, wie man sie baut, lebt auf einer kleinen Insel direkt am Rand der Damdara-Dünen. Das ist sehr weit weg, aber wenn du das richtige Teleportal hättest, könntest du ihm dorthin teleportieren. Wenn der Hammerkauz mit der Anleitung für neue Grabsteine herausrückt, könntest du mir dann welche bauen und die fehlenden hier ersetzen? Zwei brauche ich sogar nur. Einmal hier. Einmal da. Shanna bringt den Friedhof auf Vordermann. Nice. Sowas. Du hast es geschafft, Shanna. Der Friedhof sieht aus wie neu. So stellt man also Grabsteine auf. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Ich hätte nur meine Hände benutzen müssen, nicht meinen Hammer. Was? Weißt du, Shanna, als kleiner Hämmerling habe ich mich einmal in den Damdara-Dünen verirrt und dachte, ich müsste verhungern. Aber ein freundlicher Mensch hat mich gerettet und zurück nach Kentlin getragen. Seitdem suche ich nach einer Möglichkeit, mich bei euch für meine Rettung zu revanchieren. Ich konnte die Monster nicht davon abhalten, euch anzugreifen, aber ich begriff, dass ich diejenigen ehren konnte, die nicht überlebten, indem ich sie ordentlich beerdigte. So viele Leute sind gestorben. Ich weiß nicht, wie lange ich damit beschäftigt sein werde, jeden einzelnen von ihnen zu begraben. Aber wir Hämmerlinge haben ein langes Leben im Vergleich zu euch Menschen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alle in Frieden ruhen könnt. Danke, Shanna. Du hast mir einen weiteren Grund dafür gegeben, Menschen zu mögen. Das mit dem vergleichsweise langen Leben solltest du mal den Hämmerling sagen, die ich mit meinem Hammer erschlagen habe. Ja. Jetzt können wir die Kiste also öffnen, also einen Lebenssamen. Na gut. Haben wir einen Lebenssamen bekommen. Schadet ja nicht. Hier haben wir uns voll reingekloppt. Auf jeden Fall haben wir das erledigt. Und alles, was wir erledigen, ist gut. Also, wir wissen, dunkle Kisten öffnen sich, wenn wir die dazugehörige Mission completen. Okay, ich will nicht immer bauen. Es geht ja auch... Man kann sich ja auch so den Weg nach oben bauen. Ups, da habe ich viel tiefer reingehauen, als ich wollte. Macht nix. Und jetzt müssen wir noch einmal in die Höhle. Zum Glück habe ich euch schon einmal erwähnt. Hier. Wegen langem Leben und so, ne? Vielleicht droppt ja einer eine Nadel. Dann könnt ihr den Nadel droppen. Also, ne, die hier waren das. Die ganz normalen Lilanen, die haben die Nadel gedroppt, um die Puppe zu bauen. Ist aber anscheinend ein seltener Drop. Wenn wir bedenken, dass wir eine Nadel bei 100 Hämmerlingen bekommen haben. Och Mensch, was ist ihr denn? Ihr nichtsnutziges Gewürm. Yay! Yeah. Nice. War das geil. Da ist unser Weg nach oben. In den Himmel hinauf. Da empören wir uns. Wie sind wir da hingekommen? Tja, ein Skelett haben wir bekommen. Das können wir beerdigen. Vielleicht. Ja. Und dann, Freunde, wie geil ist es? Dann haben wir fast... Nee, wartet. Wart, auf unserer Heimatinsel. Unsere Heimatinsel ist ja auch erst halb erkundet. Da fehlt uns auch die Hälfte. Hä? Da muss uns auch noch irgendeine Quest hinführen. Vielleicht ist da aber auch der Bosskampf. Das kann natürlich auch sein. Weil die halbe Heimatinsel, das kann ich mir irgendwie... Da gibt es ja noch dieses Giftgebiet, wo Giftwasser ist und so. Die Höhle, da ist es auf jeden Fall. Da müssen wir gleich nochmal recherchieren. Da müssen wir nochmal recherchieren, Freunde. Aber ganz genau. So, ich hoffe, ich mache das jetzt auch richtig. Wenn er mich fragt, dann muss ich erstmal Erde drauf machen, weil sich das bei Gebeinen so gehört. Und dann den Grabstein da drauf. Ich hoffe, das passt. Oh, scheiße, wenn ich jetzt Stroh hätte, würde ich da auch nochmal ein Stroh hinbauen. Das hat funktioniert. Son Goku ist erschienen. Hä? Wo bin ich?
Was ist geschehen? Oh, die haben sich gern. Ah, endlich wurden meine Gebeine zur letzten Ruhe gebettet. Ist dies euer Tun, edle Freundin? Meine tiefste Dankbarkeit ist euch gewiss und auch mein Schatz. Ich kenne euch zwar nicht, doch ich werde dafür beten, dass es euch auf all euren Abenteuern wohlergehen möge. Möge die Göttin stets über euch wachen. Shanna hält ein paar Flügelschuhe. Das ist wohl dann die dritte. Das ist dann wohl unsere dritte Zubehör. Seltsame Sandalen, die ihrem Träger das Gefühl geben, leicht wie eine Feder zu sein, ermöglicht Doppelsprünge. Nice! Und plus 5 Abwehr ist jetzt sowieso nicht so das Tollste. Einmal aufräumen, das bleibt so. Geil. Alter, wie geil ist denn das? Das ist ja wohl das Beste. Das ist ja noch besser als der Fallschadenschutz. Jetzt müssen wir viel weniger bauen, um irgendwo wieder hochzukommen. Ich wollte mich gerade mit den Chimärenflügeln ohne Scheiß zurückteleportieren, was ich ja eigentlich immer verabscheue. Aber jetzt will ich das testen. Scheiße. Na da, oh scheiße, scheiße. Komm, alter Mädel, sei nicht bescheuert. Alter, wir können fliegen. Wir können wie fliegen. Aber wir sind natürlich absolut in der schlimmsten Wand angelangt, die es nur gibt. Alter, wir fliegen wirklich. Guckt euch das an, das ist wie Fliegen. Ja, die Folge, die nennen wir wahrscheinlich, wir können fliegen. Nice. Wir können fliegen und nicht nur das, wir können auch noch unbeschadet abstürzen. Wie wir uns jetzt über die Maps bewegen können. Zackebumm. Wie nice ist denn der Scheiß? Das war anscheinend wieder ein gutes Zeichen, dass ich heute Folge 17 hochgeladen habe. Folge 17, ja, ich habe heute Folge 16 und Folge 17 hochgeladen. Und in Folge 17, das ist die Folge, nachdem wir den Riesenskorpion da unten besiegt haben. Da gehen wir gerade Richtung Schloss, aber erreichen es noch nicht. Und da haben wir die Höhle gefunden. Und das war gut, dass ich das gerade heute gesehen habe. Weil sonst hätte ich das jetzt vielleicht vergessen. Aber so natürlich, genial. Einfach nur genial. Die Steine. Alter. Nein, ich wollte... Nein, Mann, ich will keine Erde. Mann, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Alter, willst du die fressen oder was, Alter? Kein Bock mehr auf Steine. Reicht mir langsam. Unsere vernaschten Brote haben sich auch schon wieder in unserem Magen verdünnisiert. Oh, ein Hämmerling. Pelz. Toll. Ganz toll. Hab mir nie was anderes gewünscht. Außer ein Pelz. Tut mir leid, Freunde. Ich dachte, vielleicht kann ich euch nochmal die Hämmerlingsnadel zeigen. Aber wie gesagt, ihr wisst, wo sie herkommt. Alles ist gut. Und jetzt hätten wir das. Was habt ihr wieder Schönes gebaut, Freunde? Oh, den größten Rotz ever natürlich. Scheiße, ach du Kacke. Ich glaube, ich muss hier eine zweite Truhe reinbauen. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich denn das? Kann ich hier irgendwo noch... Ich habe hier eigentlich gar keinen Platz für eine zweite Truhe. Okay, dann hilft es jetzt alles nichts. Dann hier das fertige Zeug. Kupferbarren, Eisenbarren, Stahlbarren. Glas, das sind ja alles schon geschmiedete Sachen. Dann nehmen wir die raus. Holz. Ja, Shannas Beutel ist voll, natürlich. Dann müssen wir die hier reinpacken. Kreidestein natürlich, Glas. Barren. Den Grabstein jetzt auch. Den Lebenssamen. Ja, scheiß drauf, den hauen wir uns jetzt rein erstmal. 55. Wir sind so lebhaft. Irgendwas wollte ich noch rausnehmen. Das Holz, genau. Nice. Und dann habt ihr wieder ordentlich Platz. Dann könnt ihr wieder ordentlich bauen und craften, ihr Versager. So. Hätten wir das. Dann können wir jetzt auf die andere Insel. So, und hier nennt das Gebiet unter uns. Da einmal dieses Wassergebiet, das ist der Sumpf. Und dann in diesem Waldgebiet links waren wir auch noch nicht. Unten links. Also da ist noch...
Da ist noch voll das fette Gebiet hier, Mann. Und da hat uns keiner hingeschickt. Essen erstmal. Erstmal wollen wir essen, natürlich. Die Brote, die ich eben genascht habe, schon wieder nachgestellt. Wie viel brauchen? 5, glaube ich. 5 sind 75%. Ich glaube, wir haben 4 Stück nehmen wir mit. Aber wir essen das bei uns zu Hause in Ruhe. Ich will nämlich nicht beim Essen gestört werden. Ja, das ist so unfreundlich. Unhöflich. Oh, Schmacko-Fatzo. Schmacki. Schmacki-Fatzi. Was? Och, Mann, ey, ihr dämlichen Hunde. Geht mir nicht auf den Pulver. Wow! Kenny, ey, warum kommst du? Du weißt doch gar nicht, wie du reinkommst. Der kommt da nie wieder rein. Ich seh's, der kommt nie wieder hier rein. Idiot. Oh, Kenny, was macht denn der? Ich hoffe, das Vieh hat nichts gedroppt, Kenny. Da muss ich böse auf dich sein. Nee, du hast gute Arbeit geleistet. So, wir müssen schlafen. Wir müssen schlafen, das ist unglaublich. Wir werden hier nur überfallen. Unsere schöne Siedlung. Die wissen, dass die nicht reinkommen. Aber sie versuchen es immer wieder. Wo ist mein Wasser? Moment. Wasserschlückchen. So, dann können wir jetzt wieder durch das andere Portal. Ja, Pelz und Grumaschen. Oh. Die sollen Blumentöpfe bauen. Die kann ich selber nicht herstellen. Die bringen mir zumindest was. Ja, oh. Mann, ich will nicht immer der Gepeitschte sein. So. Ab durch die Mitte jetzt. Hier, grünes Portal meine ich. Wir brauchen jetzt Orichalcum. Wir müssen den linken Weg noch lang gehen, weil wir dem am letzten Mal nicht lang gegangen sind. Und wir müssen hier die Verfluchten töten. Da nehmen wir natürlich wieder das Stahlbreitschwert für. Weil, ihr wisst ja, das waren nicht unsere besten Freunde. Und das hier brauchen wir. Oho, Freunde! Zick, bumm, zick, bumm. Chanel, zum ersten Mal ein Stück Orichalcum. Ach so, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass wir einen Doppelsprung haben. Wir kriegen das jetzt alles. Oh, Freundchen aus der Nachbarschaft. Was geht mit dir? Naja, du kannst mich mal, Alter. Du kannst nichts, Mann. 4. Lohnt sich denn das? Natürlich. Wow! Orichalcum! Und andere Dinge. Was sind das? Obsidian. Na gut, wir können. Ein Obsidian-Magierturm. Da will ich schon wieder. Oh, Scheiße. Tut mir leid, ey. Es geht doch nicht. Ich kann doch nicht da so einen Block für den Rest deines Lebens da liegen lassen. Wie scheiße ist denn das? So. 3, ob das ist mir auf jeden Fall zu... Freunde. Freunde. Seid ihr müde? Nicht genug Platz. Die verrecken nicht mal. Das sind, glaube ich, schon wieder 10 Stück. Das ist natürlich schön, wenn die einfach da pennen und warten, dass ich sie in die Luft jage. Obsidian haben wir 13. Wie viel haben wir gebraucht? Jetzt muss ich nochmal gucken. Scheiße. Was wollten wir bauen? Ach so, das Tor. Kennt den Schild.
Dafür brauchen wir 5 Orichalkum. Okay, wir können 4-mal, wenn es nach Golemnit geht. Also brauchen wir 20 Orichalkum auf jeden Fall. Na gut. Das wollen wir doch ganz klar einmal machen, Freunde. Und wir wollen natürlich gucken, wo uns dieser Weg hier hinführt. Notfalls müssen wir in eine Höhle reingehen. In den Höhlen war, glaube ich, immer ein bisschen mehr. Vielleicht, weiß ich nicht. Wir müssen auch nochmal hier über den Rand der Map gucken. Ja. Mann, der Doppelsprung, Alter, der ist so geil. So, und da wären wir oben. Das ist ja noch ein anderer rares Gebiet. Scheiß. Nein! Aber das müsste eigentlich in den Sack. Ach du Scheiße. Was ist das? Hallo? Kann natürlich sein, dass das eine Höhle ist, in der ich schon... aber nicht auf der Seite hier. Das kann nicht die lange sein, in der ich schon drin war. Dann würden wir, glaube ich, nicht hier rauskommen. Das wäre ein bisschen... Eine Fackel? Nee? Ich glaube nicht, Timmy. Aber Orichalkum ist ja auch nicht. Oder ist das die, in der ich schon drin war? Das macht mich ein bisschen fertig. Nee, scheiße. Wo bin ich jetzt? Achso, da hinten sind wir eben reingegangen. Gut. Das heißt, da müssen wir... Wir müssen jetzt erstmal hier... Also das ist anscheinend wie so ein S. Der Weg ist anscheinend wie so ein S. Wenn wir da, müssten wir gleich irgendwo nach rechts gehen können. Und würden dann wieder auf den Weg kommen, von dem wir eben abgegangen sind. Und wenn wir hier dann hinter uns gleich den Weg lang gehen, müssten wir eigentlich irgendwann zu einem Ende kommen. Weil... Es gäbe sonst keinen anderen Weg, um von der anderen Seite hier reinzukommen. Ich hoffe, ihr versteht das auch, was ich hier überhaupt erzähle. Da hinten ist der Gnom, den haben wir eben noch von hinten gesehen. Und jetzt sehen wir eine 5. Oh. Au. Ach du Scheiße. Wartet mal, Moment. Einen Moment nur bitte. Wow. So, damit bin ich eigentlich zufrieden. Ach so, ich habe TNT gelegt. Jetzt fällt es mir doch glatt wieder ein. Ich habe mich gerade gefragt, welcher Affe ist denn hier explodiert? Na gut, das sieht schön aus. Hey, ich bin nur gesprungen. Ja, so ein Idiot. So, nehmen wir noch ein bisschen schönen Pilz mit. Dann ist das hier gut. Wir haben auf jeden Fall... wir haben noch nicht genug... Wir brauchen immer noch Obsidian, Mann. Wir müssen jetzt erstmal in die andere Richtung gehen. Zum Ende. Und dann haben wir eigentlich diese Insel hier auch fertig. Was heißt auch? Wir haben ja unsere Heimatinsel noch nicht mal fertig. Aber bis auf die Heimatinsel haben wir dann, wenn es nach mir geht, alles fertig. Ja. Alleine. Verlassen. Traurig. Voller Trau... Alter, wieso haben wir... Oh, scheiße, falsche Waffe. Doch einfach. Ja, zum Glück hat Pili uns selber 7 Stück kochen lassen. Da hat Pili wirklich nachgedacht.
ja, Kavu. Oh, Scheiße! Mann, diese Mistviecher, Alter, wie ich die hasse! Und ich meine das auch so, wenn ich das sage, ja? Ich hasse sie! Aus der sind wir eben rausgekommen. Doch, aus der sind wir eben rausgekommen. Und das hier ist im Prinzip der letzte Weg. Wenn hier am Ende nicht auch gerade wieder ein Schleim auf uns wartet, dann sollten wir eigentlich leicht nach Hause finden wieder. Und wenn hier nicht noch eine riesen fette Höhle ist, natürlich. Aber hier ist keine. Nice. Aber so wie hier keine Höhle ist, so ist hier genauso auch leider kein kein Orichalkum. Alter, wieso nur Obsidian? Obsidian sind die schwarzen Blöcke, Mann. Idiot. So, da außen war noch nie eine Höhle. Das wird auch hier so nicht sein. Also hier ist das Ende völlig un... Oh. Mann, Alter, leckt mich doch. Ne, sieht alles sauber aus. Kommen wir hier irgendwie? Nice. Wir müssen auf jeden Fall wieder an den Anfang zurück. Ich glaube, hier gibt es nicht so viel zu finden. Ja, ihr interessiert mich nicht. Ne, hier wird auch nichts sein. Es ist auch nie was auf dem Berg. Ich muss hier gar nicht rumgucken. Vor allem eine Höhle. Ja, hier kann ja auch außen keine Höhle sein, weil die wäre ja nur quasi 5 Blöcke tief. Weil dann würden wir ja auf der anderen Seite wieder rauskommen. Nee, gut, dann lasst uns hier hochmarschieren. Zum Anfang zurück, wo am meisten Orichalkum ist. Und dann da ordentlich einreißen, dass wir da ordentlich schön was haben. Ja, Jumbo! Wow. Wir hatten doch so eine ellenlange Höhle. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Ich glaube, die war noch einen Berg weiter auf der anderen Seite. Och, Mensch. Zum Glück wird es wieder hell, dass das ein Ende hat. Wir werden hier wohl irgendwo hochkommen. Natürlich. Natürlich kommen wir hoch. Orichalkum. Das da war die Wand, wo wir mit unserem Freund, dem Schleim, so viele Probleme hatten. Und wir wollen jetzt in diese Höhle da rein. Um uns das letzte Pfützelchen Orichalkum. Nee, komm, wir gehen in die. Das war, glaube ich, die lange Höhle. Ich glaube da. Ich weiß nicht mal, ob da Orichalkum drin war. Orichalkum. Kann auch sein, dass nur Kupfer und Kohle drin waren. Aber das werden wir schon rausfinden. Wir brauchen hier auf jeden Fall knallige. Oh, ja, Mensch. Dass man die auch so richtig platzieren muss. Was konnte man eigentlich mit R2 und L2 machen? Waren das. Hatten die Knöpfe überhaupt eine Bedeutung? Ich weiß es gar nicht mehr. 22 Orichalkum. Da oben ist noch mehr. Na gut, da können wir jetzt nichts machen. Da können wir jetzt nichts machen, leider. Nee. Nichts, was ich haben will zum momentanigen Zeitpunkt. Da oben. Das ist an sich natürlich. Ach ja, Obsidian, Alter. Wir können Obsidian wegmachen. Oh, Verkehr! Orichalkum. Alter, was für hier. Wir können jetzt echt voll den Obsidian-Magierturm bauen. Aber das will ich im Freebuild-Modus, das will ich nicht hier. Aber ich will es schon. Dafür nicht. Dafür verschwende ich das nun auch wieder nicht, ja? Ich bin nicht Rockefeller. Rockefeller Studios. Vielleicht hätte ich mich so nennen sollen. Wo ist das Orichalkum? Hier ist noch nicht. Aha, seht ihr, Freunde. Wer sucht, der findet. Weiß Bescheid. Na gut, jetzt will ich 40 haben und dann ist gut.
40 ist gut. Das Problem ist, ich würde mich dann ja gerne hier wegteleportieren. Aber ihr wisst natürlich, in der Höhle, na, klappt das nicht so gut. Da stoße ich mir nur wieder den Kopf an. Ah, sauber. Saubere Geschichte. Ich habe das Gefühl, die Höhle ist größer geworden. Beim letzten Mal war die noch nicht so groß.